Diesen saftigen Schaschlik habe ich in Milch und Brot eingelegt. Und so einfach geht's. Zuerst nehme ich 4 Scheiben Toastbrot und übergieße das mit ein Glas Milch. Dann würze ich das mit 3 Teelöffel Salz, 3 Teelöffel Pfeffer, etwas fein gehacktem Dill und einer Knoblauchzehe. Jetzt reibe ich eine richtig geile Zwiebel klein und rühre das sehr autoritär durch. Als nächstes schneide ich 1 Kilo Schweinenacken in Scheiben und dann in Streifen. Ich persönlich schneide es ungefähr 2 Finger dick. So wird das Fleisch saftig und zart. Nun rühre ich das alles um und tue das für 24 Stunden in den Kühlschrank. Am nächsten Tag spieße ich das Fleisch auf meine Schaschlikspieße auf und achte dabei, dass das Fleisch sehr nah beieinander ist. Zum Grillen verwende ich Holzkohle, weil die meiner Meinung nach die bessere Temperatur für den Schaschlik gibt. Jetzt tue ich die Spieße in eine Drehautomatik rein. Durch das ständige Drehen bleibt das Fleisch saftig und zart. Solange das Fleisch grillt, lege ich geile Zwiebel ein. In die dünn geschnittenen Zwiebel kommt Dill, etwas Salz, Pfeffer und Essig. Zum Schluss krönige ich das mit etwas Wasser und umrühren. Jetzt gehe ich zum Grill, schaue mir das Fleisch ganz genau an.